Guten Morgen. Ich refresh hier gerade mal kurz, damit ich auch sehe, ob ich was sehe, ob es was zu sehen gibt. Das schaut aber gerade irgendwie nicht danach aus. Was soll das? Twitch? Enttäusch mich nicht. Ah, hier. Nochmal aktualisieren. Und, ja, ihr kennt es ja schon. Also, ihr erkennt es ja schon. So klingt es besser. Wir spielen heute RimWorld. Das ist ein, ein Genre-Mix, wenn man so will. Es ist so ein Aufbau, Survival, Escaping, irgendwas. Auf jeden Fall sehr, sehr suchtlastig. Bisschen erinnert es optisch an Prison Architect, hat aber nicht wirklich viel mit Prison Architect zu tun. Und ja, ich würde einfach mal sagen, dass ich das Ganze dann jetzt auch starten werde. Ich wollte nur gerade noch mal gucken, dass ich das hier... Das geht nicht, ne? Das macht er nicht. Okay, das sieht gut aus. Wir fangen damit an. Ich habe alles resettet, was ich auf dem Rechner habe. Denn ich spiele jetzt mal ohne Mods, ohne alles drum und dran. Das wird die erste Folge, auch für YouTube und für die Stream-Leute. Ich werde danach wahrscheinlich vielleicht noch was anderes spielen. Weiß ich nicht. Egal, wir gucken mal. Auf jeden Fall, das hier wird eine Folge werden. So, als erstes erstellen wir einen Planeten. Welchen zufälligen Seed nehmen wir denn da? Tapf, Tapf finde ich ja witzig. 77W, 1MX9, Lob, Fu4. Fu4 finde ich gut. Dann, das ist nur der Planet. Also die Größe hier hat auch überhaupt nichts auszusagen, außer wie viel Platz ich zum Auswählen habe. Lassen wir mal so. So, Fu4. Fu4 wird erstellt. Generiere mir Fu4. Wunderbar. Das ist also Fu4. Ein schöner Planet. Ganz interessant. Speichern nehmen wir. So. Das ist jetzt nur Planetengenerierung gewesen. Mit diesem Planet kann man jetzt ein bisschen was anfangen. Muss mal gucken. Jetzt habe ich hier alles im Vollbildmodus. Geh weg. Ich sehe den Chat nicht. Danke. Ja. Mit dem Planeten kann man jetzt anfangen. Eine neue Kolonie. Erstmal Options. Mods sind aus. Gibt ganz viele tolle Mods. Wenn ich die Hauptdings mal durch habe, werde ich mal vielleicht ein Mod-Ding starten. Was bei mir auf dem Rechner noch mal laufen gehabt mit Mods, aber ist eher ein bisschen unübersichtlicher. So, es gibt Erzähler-KIs. Kurz mal zusammengefasst. Die steuern die Events quasi. Der Erzähler bestimmt, wann welche Events auftreten. Also zum Beispiel Angriffe auf eure Kolonie und sowas. Kollege Zufall. Alles zufällig. Reiner Zufall. Man merkt, dass die Übersetzung, ne? Reiner Random und, ja, Classic. Egal. Ich werde jetzt nicht die Classic nehmen, denn die ist relativ schnell. Ich möchte für den Anfang ein bisschen Zeit haben, zwischen den Events umbauen zu können. Und das ist am besten mit Phoebe. Und, extrem und herausfordernd habe ich mir noch gar nicht angetan. Rau. Ich überlege, ob ich Basisspiel nehme, gerade für Streamen und so. Man will ja nicht direkt... Ach komm, Raum. Sehr gut. Famia Plathidius. Ja, ich habe keine anderen Planeten bisher. So, jetzt müssen wir uns einen Startpunkt aussuchen. So einen Quadranten. Ihr seht jetzt, wir kriegen da oben links Daten über diesen jeweiligen Quadranten genannt. Unter anderem, wann man da Ernte kriegt und so. Ich suche mir jetzt was Schönes. Oh, guck mal hier. Ganzjährige Wachstumsperiode. Aber ein bisschen warm da. Es ist schwierig, das Zeug frisch zu halten. Außerdem mag ich Hügel. Bergig. Wachstumsperiode ganzjährig. Es wird nie kalt. 27 Grad. Gemäßigter Wald. Landschaft Berg. Es klingt eigentlich ziemlich gut. Kalkstein, Schiefer, Sandstein. Durchjährige Wachstumsperiode finde ich eigentlich sehr geil, aber Winter mag ich halt auch. März, Oktober ist halt auch gut. Wir machen mal so das Maximum an März, Oktober, was wir so kriegen können. Das da wahrscheinlich hier. Marmor und Kalkstein sagt mir eigentlich gar nicht zu. Bleiben wir mal auf der Höhe und gehen mal hier hin. April, September, März, Oktober. Granit, Marmor und Schiefer. Das sieht doch gut aus. Zwischen 24 und 2 Grad. Hallo Robin, guten Tag.
Das sind auch ja, angenehme Temperaturen. Besser als das, was hier gerade herrscht. Ich würde sagen, die Gegend nehme ich. Warum nehme ich bergig? Weiß ich gar nicht. Eigentlich wollte ich hügelig. Guck mal. Da, große Hügel. Fällt mir viel besser. Hat was damit zu tun, wie ich die Art, wie ich Basen baue. Was ist das denn? Hier wohnen Leute. Claymore Gang, Piratenbande. Ja. Ach, die sind nicht. Die sind bestimmt zu weit weg. Ach, keine Ahnung. Was? Erwähnt von. Okay. Whatever. Ja, das nehmen wir als Startpunkt. Das wählen wir als Landeplatz. Jetzt wird's kompliziert. Wir könnten hier uns jetzt komplett selber aussuchen, wie unsere Charaktere aussehen. Nein, können wir gar nicht. Ging das nur mit den Erweiterungen? Weiß es gar nicht. Grundsätzlich bin ich ein Freund von gesunden Menschen. Der hat eine rechte Hand kaputt. Den nehmen wir nicht. Gesund, sehr gut. Ja, Name, Alter, ist mir eigentlich alles egal. Verweigert furchterregende Aufgaben. Unerschütterlich und fleißig. Das klingt nach einem super Typen. Chronologisches Alter 964. Das ist auch noch ganz, ganz junger. Oh, ist eine Frau. Tamara Jones. Alias Blue. So, dann haben wir hier den Stefan. Oh, der hat eine Bisswunde im Oberkörper. Das auf gar keinen Fall. Dann haben wir hier unverletzt. Okay, die Grundwerte sind für den Arsch. Die Isabel. Isabel. Gott, ist halb tot. Felicia will wieder, ist ein unsozialer Mensch, der sich um niemanden kümmert. Nein, sowas kann ich nicht gebrauchen. Nein. Ah, guck mal. Der Andreas. Hat keine Verletzungen. Kann ganz gut schießen, verweigert keine Arbeit, ist Pessimist und schnell unterwegs, okay. Ja, Pessimismus, das ist mir ja egal. So, das ist aber nicht der Andreas, damit wir ein bisschen was für die Community. Das ist der Robin. kriegt aber einen Spitznamen. Nee. Nee. Ach komm, wir lassen den Andreas und dann nehmen wir als Spitznamen Robin. Andreas und als Spitznamen Robin. 16. Kommt das hin? 22 chronologisch. So, und dann haben wir hier noch den Banker. Dem fehlt ein Ohr. Also hörend reduziert. Ja, das ist eigentlich... Dafür hat er ziemlich gute Werte. Er will nur nicht kämpfen. Nee, das geht gar nicht. Leute, die nicht kämpfen wollen, kommen mir nicht ins Lager. Verweigert nichts. Aggressiv Nudisten. Ein Raufbold. Ein erotischer Raufbold. Okay. Nahkampf, besserer Nahkämpfer. Ich mag keine Nahkämpfer, ganz ehrlich. Macht keine einfachen Arbeiten, ja, was soll das denn? Zum Beispiel so Erklärung, ne? Die Leute haben verschiedene Stati, die aus ihren Hintergrundgeschichten und so weiter heraus resultieren. Und es gibt Sachen, die sie gerne machen, also Sachen, die sie beeinflussen und Sachen, die sie nie machen. Und dann gibt es Sachen, die sie können. Diese zwei Flämmchen bedeuten, dass die Leute schneller lernen. Ja, super, Robin. Dann hast du jetzt einen Charakter im Spiel. Den wirst du auch in den Let's Plays wahrscheinlich sehen, wenn er nicht direkt am ersten Tag stirbt. Und Janitor, ich glaube Hausmeister. Gratuliere. Was haben wir hier? Grüner Daumen und hat Angst vor Prothesen. Ist er verletzt? Nein. Dann ist das... Das bin ich. Ich habe zwar keine Angst vor Prothesen, ich würde bionisch ganz cool... Das bin ich. Scientist finde ich super. Nahkämpfer eher. Oh, naja. Der Robin kann auch nicht schießen. Ein Bergbau und Koch. Ach, das wird alles noch. Das sind unsere Startsiedler, Söldner. Und jetzt geht's tatsächlich auch mal los. Generiere Karte. Ja, Krach, Peng, Bum, Bum. Ich lese euch das jetzt nicht vor. Wer will, guckt, drückt Pause. Hin. Wir sind abgestürzt. Das war ja laut. So, ich drück mal Pause. Alter, Robin. Was ist das für ein Aufzug? Das sieht ja fast weiblicher aus als Blue.
Gut. Erstmal, das ist jetzt unsere Welt. Schick. Gefällt mir. I like. Ist ein bisschen laut. Oder? Robin, wie ist das von der Lautstärke her? Vielleicht kommt es mir auch noch so laut vor. Wo ziehen wir hin? Ich würde vorschlagen... Ich ziehe gerne, und das muss ich dabei sagen, in Berge. Da fühle ich mich einfach ein bisschen sicherer. Und der hier schreit quasi zu nach Hause. Nach zu Hause. So ist besser. Hier würde ich einziehen wollen, glaube ich. Alternativ natürlich auch hier unten. Ah, Ausbildung ist auch Koch, wunderbar. Dann haben wir ja perfekten Charakter erstellt für dich. So, hier ziehen wir ein. Das gefällt mir besser. Ich würde nun gerne nochmal gucken, ob wir hier irgendwo natürliche Gasvorkommen. Hier haben wir ein Gasvorkommen. Okay. Hier würde ich einziehen wollen. Ich bin am Rand der Karte, dann fliehen die Typen natürlich schnell. Das ist auch blöd. Egal, wir ziehen hier in dieses Schieferstück ein. Ach, wobei. Das hier gefällt mir auch sehr gut mit dem Wasser dabei. Jetzt sehe ich hier natürlich keinerlei natürliche Gasvorkommen. Ah doch, direkt eins vor der Haustür. Ja, ist doch super. Und wir sitzen ja quasi schon hier. Hier ziehen wir ein. Das wird unser Heimatfels quasi. Da baue ich die Basis dran. So, jetzt bräuchten wir erstmal ein bisschen Input, ne? Was haben wir hier? Also wir haben hier mich. Kann mir keine direkten Befehle geben. Ich kann nur sagen, priorisieren oder sowas. Grundsätzlich arbeiten die alle selber. Ich habe Pause gedrückt übrigens. Und hier haben wir so ein Übersichtsmenü. Also Forschung gibt es auch, aber dabei brauchen wir einen Forschungstisch. Den habe ich noch nicht. Wenn ich noch rede, schneller rede, dann ja, egal. Bleiben wir mal bei dieser Übersicht. Man kann hier einstellen, wer welchen Job übernimmt. Da sind ein paar Grundeinstellungen gemacht worden. Blue ist eine gute Ärztin, soll aber nicht als Arzt arbeiten. Naja, gut. Ich zum Beispiel dieses kleine Flämmchen, hier ist es wieder. Sehr, sehr klein, kaum zu sehen, fürchte ich. Das sagt mir, dass ich da mehr lerne. Und deswegen verteile ich die Jobs immer gerne so, dass die Leute, die da drin was lernen, den Job auch haben. So, Forscher, nur ich ist blöd. Aber Blue muss auch nicht alles machen. Reinigen müssen alle tragen, müssen alle Handwerker. Oh, hat keiner irgendwie eine Affinität für. Dann muss Robin das alles machen. So, Gärtnern, das ist einfach Blümchen pflücken, das kann jeder. Landwirt kriegt da auch ein bisschen Affinität für. Mechaniker ist auch am ehesten. Das heißt, meiner einer ist jetzt Jäger und Koch. Nee, kochen tue ich auch nicht. Bergarbeiter und Jäger, das passt schon eher. Aufseher und vor allen Dingen Forscher. Robin wird Koch. Bauarbeiter, naja, Mechaniker, auf jeden Fall ein bisschen. Landwirt, Bergarbeiter, quasi Mädchen für alles. Außer Künstler. Künstler darf er nicht werden. So, dann haben wir hier Blue. Blue ins Bergwerk stecken. Ah, erstmal nicht. Wenn wir Bedarf haben. So, das sind so ein paar Grundsettings, die ich gemacht habe, welche Jobs die Leute übernehmen. Die suchen sich dann selber ihre Arbeit, wenn sie da ist. So, Schlafenzeiten sind eingestellt. Vollkommen in Ordnung, so wie sie sind. Ich könnte jetzt noch sagen, dass da unbedingt gearbeitet werden muss oder so, aber das ist so in Ordnung. Anziehen dürfen sie alles. Fraktionen interessieren uns auch erstmal nicht. Es gibt zwei, die mich mögen, zwei, die mich töten wollen und gut ist. Die Welt kennt ihr schon. Die Geschichte meines Volkes, naja, es ist noch nichts passiert. Yay. So. Dann haben wir hier die Leutchen. Und hier sind überall X dran. Das heißt, die nehmen die Sachen nicht auf. Ich gehe jetzt erstmal hin und sage, dass Zock, der als Jäger arbeiten soll, sich das Überlebensgewehr schnappt. Robin, du kannst überhaupt nicht schießen. Kann Blue besser schießen als du? Ja. Dann kriegt Blue die Pistole und Robin, du musst dich leider mit dem Messer zufrieden geben. Passt ja auch als Koch. So, jetzt kann ich Ihnen noch erlauben, bestimmte Dinge aufzuheben. Im Moment können wir mit den ganzen, also das Essen erlaube ich schon mal, dass Sie da dran gehen dürfen, aber mit den anderen Sachen können wir nichts anfangen. Aber das Holz werden wir gebrauchen können.
Und den Stahl werden wir auch sehr zeitnah gebrauchen können. Wir brauchen erstmal ein Lager, wo wir das hinschaffen. Denn alles, was draußen rumliegt, wird mit der Zeit immer schlechter. Also es, ja, verpufft, verdünnisiert sich, geht kaputt halt. Deswegen Sachen draußen liegen lassen blöd. So. Es gibt hier ein Baumenü, Architekt und so, ne? Da kann man Sachen bauen, auch Befehle geben und so. Ich fange mal damit an, dass ich einen Unterschlupf für die Nacht brauche. Und da würde ich doch glatt hingehen und mich hier in den Bergen einer kleinen... ich habe überhaupt nichts. Es erschwert das ungemein, wenn man nichts hat. Struktur. Ja, hier sind Wände. Stahlwand blöd, Holzwand besser. Und dann würde ich... Ich habe kein Holz, ich weiß. Jetzt hier sagen... Also für den Anfang, damit wir nur mal irgendwo übernachten können, reicht mir das. Es wird später natürlich besser werden. Muss quasi besser werden. Größer und mehr Platz und so. Aber für den Anfang muss mir das reichen. Eine nehme ich raus und dann setze ich auch eine Holz... Nein, nicht eine automatische Tür. Dafür bräuchte man Strom. Eine Holztür rein. So. Draußen fährt ein Motorrad. Jetzt gehen diese Männlein hin und machen irgendwas. Spazieren gehen zum Beispiel. Klar, ihr seid ja nicht gerade abgestürzt und müsst euch mal einen Unterschlupf suchen. Ah, guck mal. Robin, dem wir gesagt haben, dass er Handwerker ist, ne? Bauarbeiter. Stimmt, Zock kann ja eh nichts tun, weil er ist Jäger, Forscher und Träger. Aber Robin und Blue sind Handwerker. Und die gehen natürlich jetzt direkt hier drüben hin. Nein, Blue kotzt erstmal auf den Rasen. Aber Robin macht sich direkt an die Arbeit. Könnte eine neue Frisur brauchen. Schön eine Mauer hochziehen. Und die Tür. Die Tür ist ganz wichtig. Sehr gut, Robin. Weiter so. Baut Holzdoor. Man sieht, es ist nicht alles super übersetzt. Da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist auch das Fiese bei den Mods. Also das wird dann komplett mixed. Deutsch, Englisch. Blue hat den Baum Nein, Blue kotzt schon wieder auf den Boden. Mann, ey, die Frau verträgt gar nichts. Da ist man nochmal kurz abgestürzt und direkt so ein Aufwand. Aufriss, whatever. Möbel, Stahlbetten, nein. Holzbetten, bitte. Wobei für den Anfang, bevor ihr alle eure Zimmer kriegt, ich mache da einfach drei Schlafplätze auf dem Boden. Am Anfang muss das erstmal ausreichen. Viel wichtiger ist für den Beginn der ganzen Sache, dass wir schon mal planen, wie wir wohnen wollen. Und ich würde das hier alles als mein Zuhause ansehen. Das hier also noch zumachen. Und hier können wir eigentlich schon mal das Lager einrichten. Das hier kommt weg. Komm. Befehl abbauen. Und dann würde ich... Ja, komm, macht eure Jobs. Warum bist du so langsam? Achso, weil du über Steine und so laufen musst. Genau, bau du den Granitblock ab. Dann haben wir hier Platz zum Bauen. Blue ist noch mit Holzfällen, schneidet Pappel. Schneller. Man kann übrigens auf 1, 2, 3 drücken, dann geht das alles etwas schneller. Zack, wie ihr jetzt hier oben sehen habt, hat das Ding ein Dach bekommen. Das ist jetzt innen. Da kann man jetzt wohnen. Robin fand das zu eklig, hat direkt geputzt. Ja, jetzt brauchen wir aber immer noch ein Lager und da würde ich halt jetzt hingehen und strukturtechnisch hier eine Mauer reinziehen, eine Tür reinsetzen und dann würden wir da drin ein Lager haben. Dafür sagt man einfach Zonen, Lagerzone. Upp, da habe ich ein Lager eingerichtet. Man kann jetzt hier ganz viele tolle Sachen konfigurieren für das Lager. Das lohnt sich alles gerade noch nicht. Erstmal, da kommen die Sachen rein. Dann brauche ich eine Abfallzone. Das mache ich immer ganz gerne. Die braucht man nicht, aber es macht Sinn. Da. Ordentlich groß. Da kommt später unser Abfall hin. Eine Anbauzone. Da wir, ich glaube, ganzjährig Zeug haben, ist das eigentlich egal, aber ich mache es trotzdem. Und zwar bauen wir an. Hier auf 5x5. Kartoffeln, das ist die Standardeinstellung schon. Ne? Kartoffeln, sehr schön. Und daneben bauen wir an.
Ich mach die Markierung weg, damit ich daneben was letzten kann. Direkt dran. Auch 5x5. Bauen wir Mais. Und direkt daran. Ebenso 5x5 groß. Ist nicht viel, aber dadurch das ganze Jahr hier Zeug wächst. Erdbeeren. So. Dadurch kann man einen kleinen Salat machen. Des Weiteren hätte ich gerne. Das geht sogar. Sehr schön. Wasser stört da nicht. Baumwolle. Na, Teufelsgarn direkt. Nee, Baumwolle erstmal für den Anfang. Und hier oben noch, weil es so schön ist, bauen wir an Xerigium. Xerigium ist eine Kräutermedizin quasi. So, jetzt würde ich gerne noch sagen, das stört dem Anbau. Mach die Pflänzchen hier weg. Sehr schön. Und jetzt spulen wir ein bisschen vor, damit das ein Tick schneller geht. Und gucken den Leuten zu, wie sie hier die Mauer errichten. Und jetzt kann ich auch Sachen freigeben. Zum Beispiel die Medizin nimmt mit nach Hause. Das Silber, das ist die Währung im Spiel. Damit kann man mit Händlern, kommt noch, handeln. Habe ich jetzt alles markiert? Überlebensration. Es gibt noch mehr Überlebensrationen, das weiß ich. So dieser Abwurf beim Start. Also das mehr runtergekommen als nur dieser eine Haufen. Nur gerade mal gucken, wo auf der Map noch mehr liegt. Normalerweise gibt es noch ganz viele Stellen, wo Stahl liegt. Das muss man nochmal eigentlich abbauen. Am Anfang hat man relativ viel. Ich habe sogar in seinem ersten Spiel nur Stahlwände gebaut, weil ich nicht wusste, dass ich mit Rechtsklick auswählen kann, welche Art die Wand sein soll. Oh, hier ist was Verstecktes. Da will ich auf gar keinen Fall so früh hin. Ah, hier ist noch Stahl. Kann ich mal gucken. Mitnehmen erlaubt. Sehr schön. Jetzt müssten die Leute eigentlich, wenn sie fertig sind mit den Blümchen oder nicht an Blümchen arbeiten, gibt ja auch Nichtgärtner hier, dann sollten die eigentlich langsam anfangen, das Zeug in Sicherheit zu schleppen. Und es wird bald Nacht. Heißt, unsere Leute gehen bald schlafen. Zock geht was essen. Der Junge hat Hunger. Genau, das können wir uns mal kurz angucken. Die Leute haben Bedürfnisse. Stimmung. Also erstmal grundsätzlich extrem niedrige Erwartungen, weil gerade gelandet und so. Pflanzen angepflanzt freut ihn. Warum? Weiß ich nicht. Scheinbar ist er da ein Freund von. Geräumiges Interieur. Vom Boden gegessen. Findet er blöd. Brauchen wir also einen Tisch. Geteiltes Schlafzimmer findet er blöd. Ja, müssen wir ändern. Am Boden geschlafen findet er blöd. Gestört geschlafen, weil andere auch noch drin liegen. Findet er blöd. Aber er erholt sich. Das ist eine Hungeranzeige und so weiter. Ist, denke ich, logisch, was man hier sieht. Ja, wir müssen halt die Bedürfnisse der Leute auch erfüllen. Daher werden wir nicht bei diesen lustigen Schlafzimmern bleiben. Würde ich gerne noch mal kurz die Menüs durchgehen. Struktur ist klar. Wände, Türen, Bäume, Mauern und so weiter. Möbel, da ist zum Beispiel der Tisch bei und so. Dann Sicherheit, das ist ganz lustig. Ein automatisches Geschütz, was mich verteidigen kann. Das ist sehr praktisch und dazu kommen wir dann später auch noch. Das werden wir nämlich dringend brauchen. Sehe ich gerade, so groß ist das hier gar nicht. Die Kartenausschnitts, der Kartenausschnitt. Kann ich eigentlich ganz gut. Also das, die Größe, die das Geschütz hatte, werde ich auch. Oh, guck mal. Noch mehr Stahl. Habe ich übersehen. Jetzt lagern sie das Zeug ein. Dann gibt es Böden. Damit macht man den Ort schöner. Raumschiffbauteile. Für die Flucht. Produktion. Das wird mit der Zeit mehr. Jetzt habe ich Pause gedrückt. Jetzt kann man die ruhig schlafen lassen. Wir werden jetzt gleich erstmal den Forschungskram bauen und Schlachtern, Schneider. Brauchen wir alles. Kochplatte, ganz wichtig. Weil mit dem Nährstoffspender, da werden die Leute nicht glücklich. Noch haben wir Überlebensrationen. Irgendwo liegen, noch nicht eingesammelt. Aber das wird später ja nötig, dass wir produzieren. Solarpanels, Windturbinen, das ist so der Anfang der Energiegeschichte. In diverses gibt es eine künstliche Sonne. Für Hydrokulturen, haben wir noch nicht erforscht. Orbitales Funkfeuer, super, weil damit kann ich mit den Händlern, die da rumfliegen, kommunizieren. Und die Funkanlage, ja, braucht man halt auch dafür. So, und das Lustige beim orbitalen Funkfeuer ist, der Bereich ist der, in dem
alles, was hier drin liegt, kann man dem Händler schicken. Komplett automatisiert. Deswegen wird mein Lager auch tatsächlich diese Größe haben später. Ich habe sogar genug Stahl, das heißt, deswegen setze ich schon mal. Kann ich schon mal mein Lager einplanen. Nahrung benötigt. Ja, wir haben doch angepflanzt. Man könnte jetzt auch jagen gehen, aber das hier zum Beispiel sind Bubenratten. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was passiert, wenn man die jagt und erschießt. Dann machen die nämlich Boom. So, ihr habt schön alles eingelagert, das ist toll. Ich würde jetzt gerne mal planen, dass wir hier die Wände drum ziehen. Guck mal, Holzwand. Noch mache ich alles mit Holzwänden, das wird später geupgradet. Geupgradet. Das Mäuerchen bräuchte ich aber nicht. Ah doch, weil ich den Innenraum hier wegmache. Später mache ich da, was weiß ich, Schieferwände oder so rein. Die sind ein bisschen stabiler als das Holz. Für den Anfang reicht mir das Holz. Dann hier. Hier. Das da. Der und der. Und der zur Sicherheit nochmal. Wobei. Ah ne, brauchen wir auf jeden Fall. Dann hätte ich gerne hier die Tür. Also diese Tür wird abgerissen. Das Holz kriegen wir in Teilen wieder, nicht alles. Das heißt, was ich hier mache, upsala, gegen das Mikro hauen zum Beispiel, ist ziemlich blöd, dass ich jetzt wieder abreiße, was ich eben gebaut habe. Also das ist sowieso blöd, weil noch ist das andere ja nicht innen und deswegen, nee, das war blöd. Aber grundsätzlich das Abreißen an sich ist ja immer gleichbedeutend mit Verlusten. Muss man halt wissen. Ja, dann ihr dürft jetzt loslegen. Die Frau, oh, kotzt die Frau denn noch? Achso, jetzt tragen sie das Zeug hin und her. Okay, schon mal schlafen. Genau, ich würde halt gerne hier das zusammenbauen. Und dann fangen wir an zu planen, wie die Nächte aussehen sollen und so weiter und so fort. Für den ersten Angriff müssen wir uns, glaube ich, noch nicht rüsten. Ich hoffe nicht. Würde sonst ziemlich schnell, ziemlich blöd enden. So, das Zeug ist jetzt hier drin. Ihr seht schon, die Lebensration ist 49 und 50. Sie ist schon ein bisschen schlechter geworden, dadurch, dass es draußen lag. Neu-Berlin. Nee. Oh, nee. Wenn dann Neukölln, aber das klingt so voll nach... nee. Ich finde den Namen Hoffnung ganz toll für so eine Kolonie. So. Zocki haut wieder auf Steine ein. Die anderen beiden sind noch am Pennen. Wir haben ein bisschen Food. Noch geht's allen gut, deswegen brauche ich mir auch keine Sorgen, um Gebäude oder so zu machen. Meine Sonnenfinsternis ist halt blöd, wenn man auf Solarenergie setzt. So, jetzt ist es soweit, dass die Mauer steht. Das heißt, wir haben einen größeren Innenbereich. Können dementsprechend hier auch anfangen, um zu rüsten. Jetzt haben wir auch mehr Holz. Also das alte Holz ist wieder da. Ich glaube, die brauchen wie viel zum Bauen? 5 werden gebaut, 4 kriegen wir wieder raus. Verluste halten sich also in Grenzen. So, jetzt würde ich hier gerne abbautechnisch noch ein, zwei Befehle geben und dem Funkfeuer sagen, erzeuge ein Lager. Das ist nämlich zum Beispiel schlecht. Hier mehrere Lagerzonen rausgemacht hat, egal. So, unser Lager, von der Größe her schon mal viel besser als vorher. In einem der nächsten Schritte laufen die denn rum? Ach, die sammeln hier oben das Zeug noch ein. Möchte ich hier anfangen, dass wir den Platz sinnvoll nutzen, den wir hier im Berg haben. Und zwar baue ich da Räume rein. Erstmal 10 vorwärts. So, ich hätte gerne, dass wir hier Schlafzimmer drin haben. Die müssen 3x3 groß sein, das heißt, wenn man das hier macht, dann kann man da Wände drumherum ziehen. Mal ein bisschen mehr Platz. Klar, die Mitte muss auch raus. So, jetzt können wir hier nämlich schon anfangen, erst ein Schlafzimmer reinzuplanen. Ich würde aber gerne das schon quasi zu Ende planen. Hier kommt ein Schlafzimmer rein. Wir mögen die Steinwände nicht, daher... Ja, ja, wir werden 7 Days to Die. Wir können nachher gleich sogar noch 7 Days to Die zocken, wenn du Lust hast. Ich habe aber keinen Server aktuell. So, also das wollte ich alles abreißen. Und dann kommen hier Wohnungen rein. Hm, das geht sogar, was ich davor habe.
Den Abriss würde ich gerne abbrechen. Wir gehen das denn nochmal abbrechen. Da. So, dann legt mal los. Wir dürfen halt auch nicht zu groß abreißen. Sonst stürzt die Decke ein. Weil ich weiß. Eine Besuchergruppe. Madeline und Erison. Ja, die kommen jetzt einfach so vorbei. Ich glaube, bei der ersten Gruppe ist auch immer jemand bei, der sich uns anschließt. So kriegt man Leute, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, mehr Siedler zu bekommen. Zum Beispiel Banditen anschießen, nicht töten, gefangen nehmen und davon überzeugen, dass es viel besser ist in unserer Kolonie und sie, ja, bekehren. Hallo, guten Tag. Einer meiner Kolonisten ist untätig. Untätige Leute geht gar nicht. Gut, die hacken auf den Wänden ein. Sie futtert was. Hat jetzt halt auch nichts zu tun. Daher würde ich ihr nahelegen. Ach, guck mal, wir haben kein Essen. Das heißt, wir könnten ihr einfach mal den Auftrag geben, dass sie hier alle Büsche näher erntet. Dann hat sie auch was zu tun. Während die anderen sich durch die Welt buddeln. Oh, es ist so unheimlich warm. Ich glaube das gar nicht. Die schläft auf meinen Erdbeeren. Das ist nett. Na, guck mal, jetzt kann man gucken. Wachstumsphase ist von März bis Oktober. Also doch nicht ganzjährig. Siehst du? Falsch überlegt. So, das Essen kommt jetzt hier rein. Und verdirbt in 14 Tagen, weil es ungekühlt ist. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Oh Gott. Ja, mal schauen. Also ab Mittwoch ist meine Freundin wieder im Haus. Das heißt, Stream wird wieder schwieriger. Oder beziehungsweise. Ich nehme mir Zeit für sie und, oh, verrücktes Tier. Moment. Ja, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Madeline wird von dem verrückten Tier angegriffen. Das müssen wir natürlich, verbinden. Unterbinden. Achso, Madeline hat sich dem Problem selber... Ja, Madeline, jetzt hast du Aua. Besser als ich. Was hat sie denn? Ah, sie ist gebrechlich, weil, Rückenschmerzen und... verblutet. Wenn meinen Leuten das passiert wäre, müsste ich jetzt was Dringendes tun. So ist mir das eigentlich ziemlich, ja, egal. So, wenn jetzt Tag wird, der Zock ist der einzige Jäger und der hat ein Gewehr. Das hat ja wunderbar geklappt. So, was wird jetzt da abgelegt? Wenn ich jetzt eine Schlachterbank hätte, könnte ich das Vieh schlachten und essen und so, aber naja. So wird das nichts. Was bist du denn? Ach, eine Beere. Warum sammelt die keiner ein? Die liegt jetzt da draußen und... Mensch, Blue! Tu mal deinen Job. Ich glaub's ja. Schlafzimmeraufbau läuft. Ach, guck mal, hier unten waren sie auch schon fertig. Dann kann ich das Lager nochmal vergrößern. Lagerzone 2. Bringt nichts. Da muss noch ein Stück Wand weg. Keine Funkausrüstung. Ich weiß, ich kann nicht mit den Händlern handeln. Aber das lohnt sich am Anfang auch nicht. Lule räumt ihn hinterher. Wanderer bleibt. Der Schröder. Ach Gott. Die Schröder. Das Schröder. Wer bist du? Weiblich. Sophia Schröder. Alles klar. Die Frau Schröder. Was kann sie denn? Oh, Bergbau. Sehr guter Bergbau. Sehr unsozial. Keine geistigen Arbeiten, kein Handwerk. Oh nein. Schießwütig und hitzetolerant. Kann nicht schießen, ist aber schießwütig. Jobtechnisch, ihr seht schon, kein Handwerk, das heißt, da hinten überhaupt nichts, aber hier vorne macht sie ordentlichen Jobs. Ist kein Arzt. Naja, Gärtner darf sie, Künstlern kann sie auch ein bisschen. Ja, das ist hart. Wenigstens Bauarbeiter und Mechaniker. Kein Handwerk. Jetzt hat die Frau kein Bett. Nicht, dass die anderen ein Bett hätten, die haben auch nur ein Stück eingezäunten Platz am Boden. Aber ihr geben mir natürlich auch ein Stück eingezäunten Platz am Boden. So, die arbeiten sich jetzt alle durch die Berge. Außer Frau Schröder. Frau Schröder legt sich irgendwo draußen hin. Warum nimmst du nicht den einzigen Schlafplatz, der noch da ist? Ah, Frau Schröder. Sehr schön. Apropos Frau Schröder. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie es der guten Dame körperlich denn geht. Oh. Kaputter Oberkörper. Das ist schlecht. Kann man auch operativ sehr schlecht entfernen. Ja, es gibt OPs.
Ihr seht, das Spiel hat viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Vor allen Dingen Löcher in Wände buddeln. So. Reisegruppe auf der Durchreise, okay. Struktur, Holzwände. Ich hätte gerne hier ein Schlafzimmer. Pling, pling. Achso. Wenig Nahrung. Nahrung benötigt. Haben wir keine Notfallrationen? Doch, haben wir noch. Jetzt bauen wir hier ein bisschen Silber sogar ab. So, also. Hier war ein Raum. Hier ist übrigens die Mauer dann. Das ist schon mal Vorplan. So, hier will ich eine Mauer ziehen. Dann ist das 1, 2, 3. Dann kommt hier eine Mauer hin. 1, 2, 3. Und hier eine Mauer hin. Weil, wieso 3? Ach, hört auf zu bauen. Sonneneruptionen. Ja, ich habe noch keinen Strom. Ist mir egal. Ist aber korrekt mit der Mauer. Alle schlafen. So, dann können wir nochmal geistig drüber nachdenken, was ich eigentlich bauen wollte. Die Mauer ist korrekt. Die muss einmal komplett durch. Weil das ist ein Bereich. Das ist blöd. Das Ding kann weg. Ich mache wieder winzigste Zimmer. Das ist zwar dann denen ein bisschen beengt, aber das... Egal, wir wohnen unter Tage. Das ist natürlich ist es beengt. Genau. Wunderschön. Zimmer 1. Zimmer 2. Guck mal, zwei Zimmer haben wir schon. Zimmer 3. Folgt jetzt hier. Und Zimmer 4 passt auch hin. Wunderbar. Vier Zimmer auf einer Wand. Alles klar. Die ersten Schlafzimmer wären dann schon mal fertig. Na komm, buddelt ein bisschen schneller. Sehr schön. Hier noch ein Stück Mauer hin. Dann brauchen wir die Türen. 1, 2, 3. Ups, die sind ja... Oh. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Also so klein ist dann wirklich zu klein. Aber ein bisschen weiter nach außen müssen wir schon noch. Oh, habe ich jetzt die Mauer weggerissen? Naja, egal. So wäre es besser. Würde ich behaupten. Da noch. Perfekt. Jetzt die Türen. 1, 2, 3, 4. Hier vielleicht noch Wände hin. Das geht nicht. Achso, war schon in Arbeit. Und dann kommen da rein richtige Holzbetten. Andersrum. So, dann hätten wir drei Schlafzimmer, vier Schlafzimmer. Das wäre für den Anfang ausreichend. Dann würde ich denen gerne noch einen Boden geben. Einen schönen Holzboden. Suchergruppe. Das stört mich erstmal nicht so. Hier, schönen Holzboden rein. Dann sieht das Ganze viel, viel besser direkt aus. Quasi wie ein Zuhause unter Tage. Wir haben immer noch zu wenig Nahrung, aber bald gibt es ja Wachstum und dann ist da Nahrung. Strukturen. Jetzt würde ich gerne immer noch das Ganze ein bisschen vergrößern und wir fangen damit an, dass wir hier eine Mauer ziehen. Und dann die da verschwinden lassen, die Mauer. Mach das mal fertig von außen. Und dann kommt das hier weg. Zack, 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 zack. So, jetzt haben wir einen großen Wohnbereich. Die alten Betten können abgerissen werden. Und ihr könnt die neuen Betten ziehen. So, jetzt gucken wir uns direkt mal an. Gestörter Schlaf. Achso, die Tür ist noch nicht fertig. Dann gucken wir die Schröder an. Nackt. Ja, ist mir egal. Pessimist. Ja, ist mir auch egal. Vergnügt. Was? Kein Vergnügen? Oh. Ja, die wollen sich auch noch vergnügen. Ist es nicht schlimm. Okay. Aber sehr gemütlich und, ja, sie haben getrennte Schlafzimmer. Ganz wichtige Situation. Ist hier natürlich noch so ein blöder Stein. Und deswegen auch keine Wohnung da. Das heißt, das müssen wir kurz wegmachen. Dann können wir da auch eine Wand hinsetzen. Die ganzen Steine gehen wir ein bisschen auf den Punkt, Punkt, Punkt.
Könnt ihr ruhig mal wegschaffen. Das hier muss abgerissen werden. Befehl, Abbau. So. Und dann würde ich gerne... Na komm. Machen wir hier noch einen anständigen Boden rein. Nicht mehr ganz so schlimm aussieht. Wir haben auch kaum noch Holz. Holz hacken. Jawohl, ja. Es hackt Holz. Ist doch wunderbar. Sehr schön. Einmal putzen. Da fehlt noch eine Stelle. Achso, die war eben nicht da. Können wir jetzt auch Holz hinpacken. Warum baut keiner diese Tür? Weil der Granitblock im Weg ist? Das ist aber sehr kleinlich. Bei der Menge an Granitblöcken, die wir hier haben, sollte das euch eigentlich ziemlich schnuppe sein. Da noch eine Mauer hin. Oh, ich habe Holzboden gesagt. Nee, eigentlich sollte da eine Mauer hin. So. Dann hatten wir ja schon erwähnt, wir haben ein Problem mit Nahrung. Und wir haben keinen Strom für eine Kochanlage. Daher kommt jetzt der Teil mit dem Strom. Das machen wir hier. Ich habe genug Stahl, dass ich 3 von den Dingern bauen kann. Und dann hätte ich gerne noch Platz für Batterien. Das hier ist das Lager. Das wird bis dahin gehen. Dann kommt hier eine Mauer hin. Könnten wir hier tatsächlich Batterien hinpacken. Für den Anfang reichen mir die 4. So, jetzt lege ich den Strom nämlich super gern durch die Wände. Weil er da vor Regen geschützt ist. Und ja. Das ist gut, wenn er vor Regen geschützt ist. Denn dann explodiert hier nicht alles. So, dann hätte ich gerne einen Schlachtertisch aus Holz. Schon mal ein guter Anfang. Alles blöd hier von den Ecken her. Ja, ich mach den hier hin, komm. Eine Kochplatte, das war das, was viel wichtiger war. Schneider. Holzschneider. Tisch. Hier hin, das ist aber blöd. Das lösen wir dann eher so. Dann bauen wir das hier ab, komm. Wir brauchen den Platz und das ist ja auch Stahl, den kann man immer gebrauchen. Ja. Nein, es tut keiner mehr was, denn es ist wieder Nacht und es wird geschlafen. Lager könnten wir eigentlich auch mal in den Holzboden verlegen. Ja, sobald die dann irgendwann die Tische gebaut haben, kann ich euch erzählen, wie man da Aufgaben drauf vergibt. Wo ist denn mein Lagerbereich? Jetzt, wo wir Strom haben, wie viel Strom haben wir denn? Ja gut, wir haben nur tagsüber Strom, dafür aber ordentlich. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal ein bisschen Hacki-Hacki. Und ich möchte gerne, krass das auch klingt, Holzwände ziehe ich dem vor, weil ich nämlich in Holzwände Strom verlegen kann. An. Ich reiß die Wand nieder, baue eine neue Wand hin, weil jetzt ist hier innen. Oh, ja, weil da noch ein Stein. Macht Sinn. Gleich ist hier nicht mehr innen. Achtung, gleich wird das hier zu außen. Jetzt ist das außen, jetzt zerfällt hier wieder alles. So, jetzt nicht mehr. Jetzt ist wieder innen, weil Mauern drumherum. Die zerhacken hier. Sehr schön. Der Strom. Keinen Verbrauch. Ah, doch, die Kochplatte verbraucht. Ah, guck mal. Kochplatte ist fertig. Dann kann man nämlich hier sagen, Aufgaben hinzufügen. Eine einfache Mahlzeit kochen. Eine, da wird keiner satt von. Details. Fleisch, welches dürfen Sie benutzen? Ganz vieles. Kein Menschenfleisch. Das ist mir persönlich auch ganz lieb. So, das sollen die machen, bis sie 25 Stück haben. Nicht 35, 25. So. 25 einfache Mahlzeiten. Dann hätte ich gerne leckere Mahlzeiten. Priorität höher, deswegen nach oben geschoben. Mache das, bis du 25 hast. Warum nicht unendlich oft? Weil die mir dann zu lange in der Kochplatte stehen und das lohnt sich nicht. Kochen 10 muss jemand haben für die üppige Mahlzeit. Das hat noch keiner meiner Leute, deswegen wird sie nicht gemacht. Ich will trotzdem
es im Scheduler drin haben, damit ich es später nicht vergessen kann. So, jetzt wird in der Priorität erst die üppige, das ist die beste Mahlzeit, dann die leckere und dann die einfache Mahlzeit gekocht. Wir haben alle dieselben Zutaten, Arbeitsaufwand und so weiter. Steht, wie schwierig das ist zu machen. 10 Fleisch, 10 vegetarisch, ich gar nicht hin. 5 Fleisch, 5 vegetarisch, okay. Und hier ist 10 rohes Essen. Also die einfache Mahlzeit kann aus egal was bestehen. Egal ob vegetarisch oder Fleisch. Da ich aktuell ja nur die Felder habe, können wir nur die einfache Mahlzeit kochen, wenn ich nicht jagen gehen würde. Was ich vielleicht noch tun sollte. Jetzt schlafen aber schon wieder alle. Ah, guck mal, der Schneidertisch ist fertig. Da kann man jetzt genauso hingehen und sagen, stelle her. Und hier ist wieder nicht übersetzt. Aber ich weiß, für den Winter brauche ich Parkas. Und ich bin da immer so der Mensch, der sagt, mach nicht 10, mach nur einen. Ich mache, bis ich einen habe. Egal aus was. Das wird sich später auch nochmal ändern. Ich brauche 120 von irgendetwas, um einen Parker herzustellen. Das reicht mir für den Anfang auch. Warum, bis ich einen habe? Weil nur das, was im Lager ist, zählt. Das heißt, wenn ich einen produziere, wird immer einer auf Lager sein. Die Leute ziehen sich automatisch an. Wenn Sachen verschlissen sind, ziehen sich automatisch neuere an. Verschlissene Sachen zerstöre ich oder verkaufe ich. Und ja, das ist so das Thema. So, jetzt ist gerade die Baumwolle fertig. Das ist genau der Moment, wo wir dann Stoff kriegen. 40 haben wir schon. Und wenn wir das alles weggetragen haben, haben wir vielleicht genug für den ersten Parker. Robin ist in der Küche und macht die einfachen Mahlzeiten. Sehr schön. Jetzt hatten wir schon das Thema, dass die Leute sich aufgeregt haben, dass sie um Boden essen müssen. Auch das sollten wir noch lösen. Daher will ich hier Wände wegreißen. Und es ist einfach pure Hässlichkeit, wenn diese Steine hier oben liegen. Das geht nicht, die müssen weg. Das heißt, Objekt nehmen, kann man Steine auf diesen Abfallhaufen tragen. So, wir haben immer noch keinen Angriff erlebt, was mich ein bisschen wundert. Daher beschäftige ich mich tatsächlich jetzt erstmal mit Kühlung. Ja, das ist eine Kühlung. Man sieht einen roten und einen blauen Bereich. Das dreht sich so schön. Der blaue Bereich ist, wo die Kühlung ist, der rote, wo die Abluft hingeht. Man könnte das jetzt nutzen, um die Wohnung zu heizen. Das ist aber im Sommer eher grenzwertig und ja. Deswegen machen wir das so. Und mache hier oben auch noch einen hin. Ich brauche 2 für den Raum, das weiß ich noch. Relativ genau. Ich will hier draus quasi eine Kühlkammer bauen. Das heißt, wenn die Kühlung jetzt aktiv ist, die zieht ordentlich Strom. Und dann sage ich, nicht 21 Grad, sieht das da unten rechts, unten links Zieltemperatur. Ich stelle runter auf minus 2 Grad. Jetzt ist Stromverbrauch auch hoch und das Ding ja, nutzt halt seinen Strom, um. Dann muss ich auch noch so einstellen, den Raum runterzukühlen. Der ist schon auf 10 Grad runter. Jetzt mal, wenn die Tür aufgeht, klar, geht wieder ein bisschen was flöten. 5 Grad runter, lass eine Vorratskapsel runterkommen. 3 Grad, noch verdirbt das Essen. Jetzt verdirbt es nicht mehr, weil es tiefgekühlt ist. Und das ist der Grund, warum ich das gerne so habe. Ich stelle es aber sogar auf minus 3. Damit, wenn die Tür aufreißt, das nicht zu Problemen führt. So ist wunderbar. Nachts geht mir jetzt der Strom flöten. Frage ist, ob tagsüber genug Energie aufgebaut wurde, dass die Maschinen anbleiben. Ach, der Robin. Schneidert sich eine Jacke. Einige Leute sind auf der Tour. So. Vorrat. Manchmal kommen Sachen runter. Wie hier diese Marmorblöcke. Super toll. Kann man dann einsammeln. Auch diese Metallschlackebrocken kann man später, wenn ich Forschung betreiben würde, benutzen. Marmorblöcke finde ich jetzt super, weil ich dann mich schon festere Außenmauern bauen kann. Die kann ich auch selber, wenn ich das richtige Zeug habe, herstellen. Aus diesen Steinen, die hier rumliegen. Schieferbrocken. Kann dann zu Schieferbaustein gemacht werden und so. Erzeuge Lager, genau. Nutze das komplette Lagerflächensystem, was du hast. So, jetzt haben wir Nahrung kann nicht mehr verderben erreicht. Es ist immer noch dasselbe leidige Thema, dass es hier kacke aussieht und dass die Leute sich hier wohlfühlen sollen und dass sie nicht am Boden essen sollen. Das gehen wir als nächstes an. Parker wird auch schon gemacht, gekocht. Es wird nicht geschlachtet. Das kriegen wir auch hin. Schlachte Kreatur, das für immer. Sobald eine tote Kreatur da ist, kann man sie schlachten. Das ist leider schon verrottet und dementsprechend nicht mehr hilfreich. Aber ich kann ja mal
Neues Eichhörnchen jagen. So, mit O habe ich das jetzt zum Jagen markiert. Jetzt geht gleich der Kopf hin. Und schießt den ganzen Tag daneben. Ein Meisterschütze. Ich bin beeindruckt. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Der muss halt irgendwann mal schießen lernen und dann... Was ist los mit ihm? Er meditiert. Ah. Mit seinen Steinen im Schlafzimmer. Beengte Umgebung. Hässliche Umgebung. Das sind die Steine schuld. Die machen die Umgebung hässlich. Die haben einen Hässlichkeitswert von minus 10. Also einen Schönheitswert eigentlich. Der aber halt minus ist und dementsprechend gleich hässlich. So, ich hätte gerne einen Tisch. Tisch. Den hier. Wunderbar. Hier werde ich nichts mehr hinsetzen. Also kommt er dahin. Ist ja aus Stahl. Das will ich nicht. Ein Stahltisch ist mir zu teuer. Möbel. Großer Holztisch. So, da müssen wir noch Stühle drumherum. Und bitte aus Holz Stühle. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir sind noch nicht so viele, aber man kann das ja schon mal vorbereiten. Dann wird den Leuten wahrscheinlich irgendwann zu dunkel sein. Daher gibt es jetzt Lampen. Behandlung. Oh, oh. Was ist passiert? Was ist denn passiert, Schröder? Sag nicht, du bist Jäger. Oh, Nahkampfjäger. Ich krieg's kotzen. Das ist schlecht. Jetzt hat er sich verletzt. Jetzt muss ich ihn behandeln. Jetzt brauche ich ein Behandlungszimmer. Und dann nehmen wir jetzt einfach irgendeinen Schlafplatz, weil wir halt keine Zeit haben und machen jetzt im Krankenbett. Das war schlecht von Herrn Schröder. Oh, und ich kriege ja noch keine... Da muss ich ein bisschen was machen. Das ist schade, aber ich muss die Wände hier wegreißen, denn ich kriege hier keine Kabel verlegt. Außer über den Boden, was scheiße aussieht, was keiner gut findet. Daher muss das hier noch weg. Dann machen wir aber hier auch, glaube ich, einen größeren Ausbau hin. Und dann können wir da noch Sachen hinpacken, ja. Geht klar. Struktur, Holzwand. So, ich möchte hier noch eine hinbauen, das heißt... So gefällt mir das besser. So, zwei. Blue versorgt jetzt die Gute. Die, oh Gott. Mensch, Frau Schröder, da haben sie sich aber ordentlich verletzt. Ja, die schläft jetzt, bis es ihr wieder gut geht, wird versorgt, dem bringt man Essen und so. Ah, guck mal, und das Eichhörnchen wird zerlegt. Jetzt haben wir ein bisschen Eichhörnchenfleisch und jetzt kann man daraus zum Beispiel eine bessere Mahlzeit machen. Das macht der Robin gerade sogar. Machen wir mal ein bisschen langsamer. Hat der Robin jetzt die bessere Mahlzeit gemacht? Ah, die einfache, doch eine einfache? Ach so, weil wir ja sonst gar kein Fleisch mehr haben oder essen. Und, ja. Wenig Nahrung. 17 reicht aber für den Anfang. Hier ist jetzt kein Strom. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Man sieht auch die Kabel, wie sie gezogen wurden. Hm. Heute kein gutes Internet, Robin. Das tut mir aber leid. Also mein Stream ist stabil laut diesem Internet-Gedönst-Check-Teil von Twitch. Heißt das, was ich streame. Ja. Röder ist geheilt. Jawohl. Das ist schön. Dann musst du nicht mehr in diesem hässlichen Krankenbett schlafen. Wir müssen also auch noch ein Krankenzimmer bauen. Über diese Arbeit. Ach, das da oben ist fertig, bis auf das, wofür kein Holz mehr da ist. Die Musik ist so entspannt. Hackt Holz. Wir haben keins mehr. Auch nicht in der Kühlkammer. Wo ich es festgestellt habe, die Energie reicht. Was ich jetzt gerne angehen würde, bevor es zu spät ist, ist die Sicherheit. Ist drei Abstand, weil das Ding explodiert. 1, 2, 3, 4. Hier könnten wir es hinsetzen. Schon mal für den Anfang eine Kanone. Ich glaube, die braucht aber viel Strom. Vielleicht sogar mehr, als ich generiere tagsüber. Muss man mal schauen. Sonst kommt ein Windgenerator hin. Ja. Um es mal zusammenzufassen, das ist RimWorld.
Oh, das ist aber blöd, dass es bei dir so leckt. Wo war ich? Zusammenfassend. Das ist RimWorld. So funktioniert das Ganze. Warum hat die Frau eigentlich, hat die so einen kaputten Schlafzyklus? Wo willst du hin? Hallo, Frau Schröder. Was ist hier? Ah. Säuberdreck. Ja, mach mal deinen Job. Ja, das ist RimWorld. Wird es jetzt auch regelmäßig alle 2 Wochen, immer im Wechsel mit Minecraft. Das kommt jetzt auch noch alle 2 Wochen so breit. Aber ich produziere aktuell einfach nicht so viel. Keine Zeit und so. Schwierig, ich weiß. Wie gesagt, wird es jetzt im Wechsel mit Minecraft alle 2 Wochen am YouTube-Channel zu sehen geben. Vielleicht mache ich auch immer mal wieder einen Stream. Dann wahrscheinlich nicht mit dieser Welt, weil das jetzt die YouTube-Welt quasi ist. Und ja, meine 4 Kolonisten tun nichts, außer rumstehen. Ganz große Klasse. Das soll es gewesen sein. Der Stream geht noch weiter. Das Video wird jetzt beendet. Und ich drop out. Ja. Egal. Ihr Streamer seht es, lauft nicht weg, geht gleich weiter. Und das war's. Und tschüss.